Das Rheinische Revier. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht die Region vor einem riesigen Umbruch. Ein steiniger Weg steht bevor. Aber der Strukturwandel ist auch eine Chance. Die Herausforderung? Den Menschen nachvollziehbare Zukunftsperspektiven, die auch soziale Sicherheit bedeuten, verständlich aufzuzeigen. An der RWTH Aachen wurde auch dafür die Transformationsplattform Reviera geschaffen, die Forschung für die Zukunft im Rheinischen Revier zusammenführt. Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl's mir RWTH, dem Strukturwandel-Podcast der RWTH Aachen. Mein Name ist Anna Bremen. Und ich bin Zoe van der Meulen und wir sprechen in diesem Podcast mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der RWTH über den Kohleausstieg und den Transformationsprozess im Rheinischen Revier. Unser heutiger Gast ist Dr. Sarah Driessen von der Uniklinik. Sie forscht dort über die Wirkung elektromagnetischer Felder und wir sprechen heute genau darüber. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, ich freue mich auch. Ja, wir starten immer mit einer Anfangsfrage, die wir jetzt bisher eingestellt haben. In drei Begriffen, was fällt Ihnen persönlich zum Thema Rheinisches Revier ein? Braunkohle, Baggerloch, Strukturwandel. Ja. Klimawandel. Und Sie sind ja eigentlich, kommen aus dem Bereich ja Strahlenschutz. Oder nee, sagt man Strahlenschutz? Doch, kann man im weitesten Sinne sagen. Und hat denn einer dieser Begriffe schon eine Verbindung zu Ihrem Forschungsschwerpunkt oder würden Sie sagen, eigentlich noch nicht? Oder eben vielleicht der Strukturwandel? Der Strukturwandel und vielleicht ja doch auch der Klimawandel natürlich, weil mit dem Klimawandel die Energiewende einhergeht und die Energiewende hat wiederum ganz viel natürlich mit unserem Forschungsschwerpunkt zu tun, weil es da immer um Stromtrassen, Windräder, Photovoltaik, E-Mobilität und all diese Begriffe geht. Und das hat natürlich ganz, ganz eng etwas mit unserem Forschungsgebiet zu tun, weil bei diesen Technologien überall elektrische oder magnetische oder auch elektromagnetische Felder entstehen. Und die schauen wir uns natürlich bei uns an. Was versteht man denn unter elektrischen oder elektromagnetischen Feldern? Wie entstehen die und wo kommen die überall vor? Ja, also elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder sind wie das Licht eine Art von Strahlung und sie entstehen überall da, entweder wo Energie erzeugt oder transportiert wird, das sind dann die elektrischen und die magnetischen Felder, da spricht man von dem Niederfrequenzbereich, das kennt auch jeder aus dem Haushalt, da hat man ein 50-Hertz Netz. Oder halt da, wo auch Daten per Funk übertragen werden, das sind dann die hochfrequenten Felder, kennt auch jeder zum Beispiel von seinem Handy oder von der Mikrowelle. Gut, Mikrowelle ist jetzt, werden keine Daten per Funk übertragen, aber es ist auch ein hochfrequentes Feld. Und daher kennt man die elektromagnetischen Felder. Und diese drei Typ Felder, sag ich mal, die muss man auch im Hinblick auf ihre Wirkung unterscheiden. Und das heißt, der Mensch ist diesen Feldern ausgesetzt, sowohl im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich, überall, wo Energie entsteht oder erzeugt wird. Wenn wir jetzt von der Energiewende ausgehen, was bedeutet das für diese elektromagnetischen Felder? Was verändert sich hier? Die elektrischen und magnetischen Felder entstehen überall da, wo Energie erzeugt oder transportiert wird. Das heißt, im Sinne jetzt, oder wenn ich jetzt auf den Strukturwandel gucke oder auch auf die Energiewende, ist das natürlich immer da, wo die Energie erzeugt wird. Das heißt, am Kraftwerk tatsächlich oder an den Stromtrassen, das heißt an den Hochspannungsfreileitungen und so weiter. Das heißt, da treten diese Felder auf. Und wenn ich neue Strukturen schaffe, wo diese Felder entstehen, klar, dann habe ich neue Quellen, wo diese Felder auftreten. Aber wenn ich diese Technologien zurückbaue, was ja auch denkbar ist jetzt beim Strukturwandel im Rheinischen Revier, dann habe ich natürlich das Kraftwerk nicht mehr oder ich habe auch die Stromtrassen in dem Bereich nicht mehr und dann verschwinden sie da natürlich auch. Es ist immer sehr lokal, also diese Felder sind immer lokal sehr stark begrenzt und mit dem Abstand nehmen sie auch sofort stark ab. Also wird es immer nur die Menschen betreffen, die unmittelbar an diesen Quellen, sage ich jetzt mal, auch wohnen, arbeiten oder sich da aufhalten.
Die RWTH hat zu diesem Thema ja auch ein Portal geschaffen, das EMF-Portal. Mhm. Können Sie erklären, worum es da genau geht? Ja, das EMF-Portal ist eine Datenbank, wo wir alle Forschungsergebnisse zu dem Thema Wirkungen von elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern sammeln und ja, zum Teil auch zusammenfassen und allen, die es interessiert, kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist im Prinzip eine Literaturdatenbank über alle wissenschaftlichen Studien in dem Bereich. Das EMF-Portal wurde geschaffen damals, als der Mobilfunk, ja, ich sag mal, in Verkehr gebracht wurde, beziehungsweise als vor 20, 30 Jahren die ersten Mobilfunkbasisstationen errichtet wurden und die ersten Widerstände in der Bevölkerung aufkamen, die sich gegen diese Mobilfunkbasisstationen gewehrt haben. Oder als die ersten Bedenken auch aufkamen, dass vielleicht diese Felder nicht so harmlos sein könnten. Da wollte dann auch der Staat vermitteln und auch Aufklärung schaffen und hat im Rahmen vom Mobilfunkforschungsprogramm dieses EMF-Portal über Forschungsgelder finanziert. Und seitdem ist es ein Portal, was seit fast 20 Jahren am Start ist und wo sich die Menschen informieren können. Mhm. Und Sie hatten ja gerade auch schon mal gesagt, dass es ja immer wieder Menschen gibt, die sich da vielleicht Sorgen machen, auch durch die Strahlung, die dann vielleicht sich auch ausgeliefert fühlen in dem Sinne. Nach dem aktuellen Forschungsstand, wie ist denn da die Lage? Also zum Beispiel jetzt Krebs hört man vielleicht auch schon mal in dem Zusammenhang oder dass es vielleicht als Gerücht rumgeht, dass sowas krebsauslösend ist, die Strahlung. Wie sieht denn der aktuelle Forschungsstand tatsächlich aus? Ja, das ist natürlich eine sehr pauschale Frage, die ich leider nur sehr differenziert beantworten kann. Da muss man jetzt wieder darauf schauen, gucke ich mir die niederfrequenten Felder an oder gucke ich mir die hochfrequenten Felder an, weil das ist eine unterschiedliche Diskussion. Die wirken etwas unterschiedlich. Also zum Beispiel die hochfrequenten Felder, wie sie auch in der Mikrowelle vorkommen, das weiß man ja auch aus der Mikrowelle, die haben eine thermische Wirkung. Die bringen über Schwingungen die Wassermoleküle zum Schwingen und dadurch entsteht Reibung und dadurch habe ich eine thermische Wirkung. Das heißt, wenn ich auf die hochfrequenten Felder schaue, wo auch der Mobilfunk zugehört, dann habe ich eine nachgewiesene thermische Wirkung, aber damit eben nicht beim Telefonieren sich das Gehirn oder der Kopf übermäßig stark erhitzt, gibt es Grenzwerte. Und die müssen eingehalten werden und nach wissenschaftlichem Kenntnisstand existieren oder sind keine gesundheitlichen Wirkungen unterhalb dieser Grenzwerte nachgewiesen. Aber die IARC, das ist unsere internationale Krebsforschungsagentur, die zur Weltgesundheitsorganisation gehört, hat aufgrund der wissenschaftlichen Studien, die es bis jetzt gibt, die hochfrequenten Felder trotzdem, sage ich mal, als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das ist für den Laien oft schwierig nachzuvollziehen und zu vermitteln, zeigt aber ganz genau unseren Kenntnisstand, dass wir nämlich eine ganze Reihe von Studien haben, die darauf hindeuten, dass alles gut ist, also dass es keine gesundheitliche Wirkung gibt. Aber es gibt eben doch ein paar Studien, die das Gegenteil zeigen. Und die sagen ja doch, vielleicht könnte bei viel Telefonierern das Risiko doch erhöht sein, an einem Hirntumor zu erkranken. Diese Studien, die bewegen sich oft so, ja, ich sag nicht an der Nachweisschwelle, aber das ist statistisch ja gerade mal so über der Signifikanz dann in diesen Studien. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig zu sagen, ja oder nein. Also es gibt so ein paar Hinweise und wir brauchen da auch noch weiter Forschung. Es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Strahlung krebserregend ist. Und genau das Gleiche haben wir im Niederfrequenzbereich. Also wenn Niederfrequenz ist jetzt wieder Energieversorgungsbereich. Und da gibt es Studien, dass Kinder in der Nähe von Hochspannungsleitungen, dass da das Leukämierisiko leicht erhöht sein könnte. Da habe ich in epidemiologischen Studien, das sind Bevölkerungsstudien, habe ich ein ganz minimal erhöhtes Risiko tatsächlich bei ganz, ganz schwachen Feldern, also auch unterhalb der Grenzwerte. Aber selbst bei allen Studien, die wir zu dem Thema dann im experimentellen Bereich haben, also in Tierstudien und auch in Zellstudien, wo man irgendwie so einen Wirkungsmechanismus untersuchen könnte,
da kann ich das nicht erhärten, da kann ich das nicht erklären, dass wirklich das Leukämierisiko erhöht sein könnte. Und das ist, deswegen hat auch da die Krebsforschungsagentur gesagt, okay, möglicherweise sind auch niederfrequente Magnetfelder krebserregend. Also zu langer Rede, kurzer Sinn, zusammenfassend kann man sagen, erwiesen sind gesundheitliche Wirkungen nicht, aber ich habe einzelne Hinweise, die auch ernst genommen werden müssen und wo auch noch weitere Forschung stattfindet und stattfinden muss, um da einfach zu einer klareren Aussage noch zu kommen. Und es gibt ja auch zum Beispiel, dass Menschen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen haben. Können denn Strahlen auf einen Herzschrittmacher zum Beispiel Einfluss haben? Weil, oder geht vielleicht sogar vom Herzschrittmacher selber auch eine Strahlung irgendwie aus? Oder dass da Felder irgendwie sich überschneiden oder sowas? Ja, es kann dann zu einer sogenannten elektromagnetischen Interferenz kommen. Das heißt, Schrittmacher können von sehr starken Feldern beeinflusst werden, in der Tat. Mhm. Und Patienten erhalten ja auch Aufklärung entsprechend und die wissen, dass sie sich nicht zu nah also zum Beispiel im Kraftwerk, dass sie an bestimmten Arbeitsplätzen dürfen, die dann nicht mehr arbeiten. Da hatten wir auch ganz lange Studien zugemacht. Die sind dann zu uns gekommen. Dann haben wir das wirklich den Schwellenwert mit denen ausgemessen, den der Schrittmacher noch verträgt. Das passiert natürlich bei uns dann auch entsprechend mit den Kardiologen zusammen. Und dann gucken wir, okay, ab wann kann die Technik von dem Herzschrittmacher wirklich gestört werden, beziehungsweise ab wann interpretiert der auch das Signal falsch, also weil er dann natürlich das Feld, ja, das, er kann das ja nicht mehr richtig erkennen, ob das jetzt das Herzsignal ist oder ob das das Signal ist, was von außen kommt. Mhm. Also, und das haben wir dann in verschiedenen Studien ausgereizt und geguckt, ab welchen Magnetfeldstärken der Herzschrittmacher noch sauber arbeitet und haben dann entsprechende Empfehlungen gegeben für so Menschen, die in Kraftwerken oder halt an Schweißeinrichtungen oder an irgendwelchen Arbeitsplätzen arbeiten, wo sehr starke Magnetfelder auftreten. Oder auch Menschen mit Herzschrittmacher wissen, dass sie jetzt nicht ihr Smartphone oder ihr Handy, was möglicherweise auch starke Magneten hat, direkt in die Brusttasche stecken, weil das auch das den Schrittmacher stören könnte. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung, wenn Sie mit Menschen sprechen? Oder ich nehme mal an, es gibt auch viele Menschen, die wahrscheinlich von dem Portal wissen oder die auf Sie zukommen. Überwiegen da die Ängste oder ist die Bevölkerung, sind die Menschen eher gelassen, was das Thema angeht? Ach, das ist schwierig zu sagen. Wir haben natürlich auf der einen Seite eine große Zielgruppe, das sind die Wissenschaftler selber, die einfach bei uns in der Datenbank die Studien suchen und auch damit arbeiten. Also für die ist das so ihr täglich Brot natürlich. Da ist weder, das würde ich als ganz neutral bezeichnen, das ist einfach dann eine Plattform, wo die ihr Wissen herholen. Da werden wir dann auch in den entsprechenden Studien referenziert. Da heißt es dann, okay, wir haben im EMF-Portal geguckt, wie viele Studien gibt es da zu diesem und jenem Thema. Und dann kommt da eine kleine Literaturaufbereitung. Also das ist recht neutrale Nutzung. Viele schreiben uns auch, dass sie dankbar sind, dass es unser Portal gibt, weil sie sich da unabhängig informieren konnten. Aber natürlich haben wir auch die Menschen, die sich Sorgen machen und die sich dann häufig aber auch ganz gezielt direkt per Mail an uns wenden mit ihren Fragen und Ängsten und die wir dann häufig erst auf das EMF-Portal wiederum verweisen müssen und dann mit der Literatur unsere Stellungnahmen abgeben und da zur Aufklärung beitragen. Aber ich denke, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir natürlich dann häufiger, dass man häufiger Rückmeldungen bekommt von Menschen, die sich Sorgen machen, als von Menschen, die sich keine Sorgen machen. Und gibt es denn da ein Budget oder vielleicht auch im Zusammenhang mit Revira, mit dieser Plattform, um auf die Menschen zuzugehen und da aufzuklären? Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, quasi ins Revier zu gehen? Das betrifft jetzt nicht nur die Menschen natürlich im Rheinischen Revier, aber das ist ja nun mal das, worüber wir hier sprechen. Gibt es da Projekte oder
andere Möglichkeiten, einfach da mit der Bevölkerung in den Austausch zu gehen? Jetzt speziell für die Menschen hier im Revier so noch nicht. Also das hoffen wir natürlich, dass wir das in Zukunft damit integrieren können und dass wir da gezielt auch vor Ort vielleicht noch mehr aufklären oder Wissen vermitteln können. Ansonsten stehen wir den Menschen natürlich wie allen anderen Menschen jetzt auch schon auch so zur Verfügung. Und ja, was wir natürlich schon haben, ist unsere umweltmedizinische Ambulanz, wo die Menschen hier aus der Region grundsätzlich herkommen können, wenn sie Beschwerden haben, die mit Noxen oder mit mit was? So, mit Noxen, was sag ich mal, suche gerade das einfachere Wort, genau, mit Stoffen aus der Umwelt Probleme haben. Mhm. Also da geht es natürlich dann auch um Schimmelpilze oder PCB-Belastungen oder sonst irgendwelche anderen chemischen Stoffen. Und in unserem Fall wären es halt die physikalischen Noxen, sage ich jetzt mal, oder Einwirkungen, ne? Ist das dann sowas, was man unter Elektrosmog versteht? Ja, Elektrosmog ist im Prinzip so der populär wissenschaftliche Begriff vielleicht, den man für elektromagnetische Felder häufig synonym verwendet. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Rheinische Revier gucken und eben auf diese Energiewende, Sie sagten ja vorhin, dass das immer so punktuelle Strahlungen sind. Also Energiewende bedeutet ja eben Ausstieg aus der Braunkohle und Hinwendung zu den erneuerbaren Energien. Die werden ja hier weniger erzeugt, wenn man es auf Windkraftanlagen guckt, sondern dann eher offshore oder im Norden Deutschlands. Das heißt, was wird sich denn verändern durch diese Energiewende, dadurch, dass man die Energie hier herbringen muss, entlang von Stromtrassen oder Energieautobahnen? Ist hier denn dann damit zu rechnen, dass dann punktuell eben auch mehr Strahlung auftritt oder verlagert sich die einfach? Ja, Sie haben es jetzt eigentlich selber schon sehr schön zusammengefasst. Also, genau so ist es. Die Kraftwerke, denke ich mal, also gut, ich bin kein Experte jetzt für diese Umstrukturierung von Kraftwerken. Das weiß ich gar nicht, was dann da tatsächlich stattfindet, ob die dann einfach abgerissen werden oder ob es da irgendwelche anderen Nutzungsmaßnahmen oder Pläne gibt. Aber klar, in dem Fall, wenn ich die Braunkohle nicht mehr zur Energieerzeugung brauche, brauche ich die Kraftwerke ja auch nicht mehr. Und wenn die rückgebaut werden, klar, dann ist an dieser Stelle punktuell treten weniger Felder auf. Wenn aber tatsächlich dann, oder so ist es ja auch jetzt schon, im Norden von Deutschland in den Offshore-Windparks die Energie erzeugt wird und die muss nach Süddeutschland transportiert werden oder auch zu uns, dann brauche ich neue Stromtrassen und dann kriege ich natürlich da, wo ich neue Stromtrassen baue, auch in den Bereichen wieder mehr Emissionen. Ja, so ist es. Und sind diese Emissionen von den Werten her dann vergleichbar, wenn man jetzt im Moment gerade neben einem Kraftwerk vielleicht wohnt oder in der Umgebung eines Kraftwerks und dann auf einmal wohnt man neben so einer Trasse? Ist das denn vergleichbar von den Emissionen? Also auch bei diesen Stromtrassen müssen natürlich die Grenzwerte eingehalten werden. Und ich habe noch eine Frage zu den Grenzwerten. Sind die denn international alle angeglichen oder hat Deutschland seine eigenen Grenzwerte? Sind die eher konservativ oder wie kann man diese Grenzwerte vielleicht einordnen, wenn man sich mit dem Thema nicht ganz so gut auskennt? Ja, die Grenzwerte in Deutschland beruhen auf den Empfehlungen von der sogenannten ICNIRP. Das ist eine Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung, die aus internationalen Wissenschaftlern zusammengesetzt ist und die regelmäßig den aktuellen Stand des Wissens auswerten und darauf dann eine Empfehlung der Grenzwerte ableiten. Und in Deutschland und auch den meisten oder den europäischen Ländern und in der EU beruhen diese Grenzwerte auf den Empfehlungen von der ICNIRP. Das ist aber nicht weltweit so. Also wir haben in Russland zum Beispiel andere Grenzwerte als in den USA. Also die sind weltweit schon etwas unterschiedlich. Auch innerhalb von Europa gibt es kleine Unterschiede. Da gibt es dann sogenannte Anlagengrenzwerte auch, wo dann
zum Beispiel die Schweiz sagt, okay, im Bereich von Kindergärten oder Krankenhäusern wollen wir irgendwie geringere Grenzwerte haben. Das sind aber eher so politische Grenzwerte, um zu sagen, okay, komm, in den Bereichen wollen wir einfach unterhalb der normalen Grenzwerte noch bleiben. Aber im Großen und Ganzen sind die innerhalb von Europa schon gleich. Und wie gesagt, die beruhen auch auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand. Und da gibt es auch immer noch eine Sicherheitsmarge. Und dann, das sind dann die entsprechenden Grenzwerte. Und da kann man sich drauf verlassen, dass die auch nicht überschritten werden. Die werden punktuell überschritten. Also auch bei jedem im Haushalt, zum Beispiel, wenn ich einen Staubsauger anmache oder die Waschmaschine und ich setze mich da direkt drauf in einem Schleudervorgang oder was auch immer, dann kann sein, dass die kurzfristig überschritten sind. Das dürfen die auch, weil es dann halt nur kurzfristig ist. Und es kommt auch immer noch drauf an, was erzeugen diese Felder für Wirkungen im Körper. Also wenn der Grenzwert überschritten ist, muss durch Simulationen sichergestellt werden, dass die Körperfunktionen, sag ich jetzt mal, trotzdem nicht beeinträchtigt werden. Also mal ganz einfach ausgedrückt. Und deswegen ist davon auszugehen oder kann man davon ausgehen, dass die Grenzwerte sicher sind und einen sicher schützen. Und jetzt diese Plus-Minus-Bilanz sozusagen, also aktueller Stand und dann nach der Energiewende, wird das denn eher mehr oder weniger, diese Felder? Ja, das kommt halt ganz drauf an, wie das Revier umstrukturiert wird, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da viel neue Industrie angesiedelt wird, vielleicht auch im Zeitalter von Digitalisierung viele neue 5G oder vielleicht in Zukunft dann auch 6G Technologie verwendet wird und viel E-Mobilität und neue Stromtankstellen und so weiter. Klar, dann wird das generell zunehmen. Aber das kommt halt immer drauf an, was ich für strukturelle Veränderungen vornehme. Dieser Podcast ist ja auch immer in Bezug auf das Rheinische Revier zu sehen. Und ich hatte im Vorhinein einen Text gelesen, beziehungsweise einen, ich glaube, es war ein Pressebericht aus Cottbus. Und da stand, dass in Cottbus, dass es auch eine Region ist, die für Energieversorgung aktuell sehr wichtig ist und wo halt auch ein Strukturwandel stattfindet. Und da wurde dann begründet, dass dort ein Institut, glaube ich, für Strahlenschutz und energetische Felder. Das ist das KEMF, das Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder. Ja, genau, dass das da angesiedelt wurde. Mhm. Und ich habe mich halt beim Lesen vom Text die ganze Zeit gefragt, wissen Sie oder können Sie mir begründen, warum es denn gerade so wichtig ist, dass in einer Region auch wie vielleicht unserer sich solche Institute ansiedeln? Also in Bezug auf das Zentrum, was in Cottbus jetzt angesiedelt wurde, ist nach meinem Kenntnisstand der Hintergrund der, dass man einfach auch öffentliche Gelder in die Region zurückpumpen möchte, sage ich mal, um dort bestimmte attraktive Arbeitsplätze zu schaffen und auch der Struktur der Region etwas Gutes zu tun. Ich kenne mich da in dem Gebiet Cottbus nicht so gut aus, um das jetzt begründen zu können. Da müssen Sie mal das Bundesamt für Strahlenschutz fragen. Also das ist ja ein Ableger vom Bundesamt für Strahlenschutz und gehört dazu, warum das jetzt unbedingt in Cottbus angesiedelt sein muss. Ich finde natürlich unsere Region viel besser geeignet für so ein Zentrum, muss ich ehrlich sagen, weil wir hier viel mehr Industrie haben und viel mehr im Ballungsgebiet sind. Okay, da ist natürlich in Cottbus ist Berlin nicht so weit weg, aber ansonsten, ich möchte jetzt nichts Schlechtes sagen, aber ansonsten ist ja nicht so viel. Aber ich meine, hier im Rheinischen Revier, wir sind ja hier eigentlich mittendrin zwischen großen Ballungsgebieten, auch innerhalb von Europa, also Belgien, Niederlande, auch Nordrhein-Westfalen mit dem Ruhrgebiet und da gibt es ja viel, viel mehr an Industrie, wo man es thematisch auch gut einbetten könnte einfach. Mhm. Ja, ich hatte mich halt beim Lesen so ein bisschen gefragt, einfach so ein bisschen so eine Vergleichbarkeit kam mir halt auch in den Kopf, deswegen hatte ich das Beispiel. Es ist auch vergleichbar. Es ist im Prinzip auch vergleichbar und das, was das Bundesamt für Strahlenschutz da jetzt aufgebaut hat, das haben wir hier aber
im Prinzip schon seit Jahren auch bei uns am Uniklinikum mit unserem FEMU, das ist ja das Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit. Und wir haben hier schon seit Jahren Forschung und auch Risikokommunikation unter einem Dach. Also das ist von daher von der Idee jetzt auch nichts Neues. Wir haben ja vorhin über das EMF-Portal gesprochen und das sind ja wirklich ganz viele Studien. Also da sind aktuell mehr als 35.000 Publikationen drin und fast 7.000 einzelne Studien. Wie ist denn da so die Aufteilung? Was befasst sich denn da mit dieser niederfrequenten Strahlung, was mit der höherfrequenten und was ist da aktuell so der Schwerpunkt der Forschung? Also ich habe mal reingeguckt, da kommen ja wirklich täglich neue Paper dazu. Viel zum Thema natürlich Krebs, was wir eben angesprochen hatten, Krebsforschung. Weil ich denke, dass die Ängste da wahrscheinlich auch groß sind, gerade wenn Sie von Kindern sprechen, ne, dann ist natürlich der Aufschrei groß. Wie ist denn da im Moment die Studienlage? Wie teilt sich das auf? Man muss immer unterscheiden Studientypen und wieder Frequenzbereiche. Und dieser sogenannte Niederfrequenzbereich aus der Energieversorgung, der ist natürlich historisch gesehen viel älter, beziehungsweise diese Technik haben wir schon seit viel mehr Jahren bei uns integriert als jetzt die Mobilfunktechnik. Als ich vor bald 20 Jahren zum FEMU gekommen bin, hieß es, dieser Niederfrequenzbereich, da ist nicht mehr viel zu forschen, das ist eigentlich alles klar. Da tut sich nicht mehr viel und jetzt ist im Mobilfunkbereich ist jetzt der große Hype und da gibt es die Bürgerproteste und dann gab es auch ganz viel Geld für diese Forschung in diesem Mobilfunkbereich und dann haben diese Studien sehr stark zugenommen. Und mittlerweile ist es so, dass eigentlich die Mobilfunktechnik im Großen und Ganzen ist die ja akzeptiert von der Gesellschaft und jeder hat ein Smartphone, wenn nicht zwei und möchte es auch nicht mehr missen. Und dann ist man jetzt dazu übergegangen zu sagen, ja, eigentlich die Mobilfunktechnik ist akzeptiert. Und da sind noch so ein paar Querdenker, die irgendwie dagegen sind. Aber die, ich sag jetzt mal ganz salopp, die kann man ignorieren. Und deswegen ist auch die Forschung in dem Bereich zurückgefahren worden. Und gleichzeitig gab es die Energiewende nach Fukushima. Und dann gab es die Pläne, diese Stromautobahnen durch Deutschland zu legen und alles etwas umzustrukturieren. Und dann gab es plötzlich diese Proteste wieder im Niederfrequenzbereich. Und dann hat man gedacht, okay, dann müssen wir vielleicht da jetzt doch auch nochmal wieder forschen, wo man vor 20 Jahren eigentlich schon dachte, dass da alles eigentlich erledigt ist. Und dann hat man ein Forschungsprogramm Stromnetze jetzt aufgelegt und jetzt gibt es wieder in dem Bereich mehr Forschung. Also das ist alles auch im Wandel und es ist auch immer so ein bisschen, ja, es ist schwierig vorherzusehen, hätte auch vor 20 Jahren wahrscheinlich auch keiner gesagt, dass da nochmal wieder so viel in diesem Niederfrequenzbereich geforscht werden muss. Aber deswegen ist es so, dass die trotzdem im Großen und Ganzen die Forschungslage in diesem Niederfrequenzbereich, die Studien sind zahlenmäßig, haben wir da etwas mehr. Ich glaube, vielleicht sind das ungefähr 3000 Studien an Bevölkerungsstudien und experimentellen Studien. Ich müsste es nachgucken, wenn Sie es ganz genau wissen möchten. Und vielleicht so 2000 Studien in diesem Mobilfunkbereich. Mhm. Also so ist ungefähr die Aufteilung. Was wir aber jetzt in den letzten Jahren vermehrt besonders sehen, ist also erstmal leider, dass diese Mobilfunkstudien von den europäischen Ländern nicht mehr so finanziert werden. Da ist ganz viel Forschung jetzt in China, Korea, Iran und so weiter kommt aus diesen Ländern, die leider auch nicht immer qualitativ so gut sind. Das ist ein bisschen schade. Das ist so ein Trend, den wir sehen. Also Mobilfunkforschung findet woanders statt. Die findet bei uns nicht mehr statt. Kann man eigentlich fast ganz klar so sagen. Es kommt jetzt wieder ein bisschen was durch 5G, aber auch wieder protestgeleitet leider. 5G-Technik wurde implementiert. Keiner hat damit gerechnet, dass es da nochmal so einen massiven Widerstand gibt. Und ach, okay, jetzt gibt es auch nochmal ein bisschen Forschungsgeld für 5G-Forschung. Also aber das ist eigentlich sehr, sehr schade, dass sich das immer so nach den Protesten richtet und immer so nachgeschaltet wird. Also das bedauere ich auch sehr. Was wir aber zum anderen auch sehen, ist, dass viele, viele Studien im therapeutischen Bereich gerade nach vorn gebracht werden. Also das ist ein großer Teil, der auch im EMF-Portal vorhanden ist an Studien, wo man mit Stromapplikationen oder auch mit Magnetfeldern, ich sag mal Stichwort transkranielle Magnetstimulation, da kriegen sie so Spulen an den Kopf und damit kann man
dann das Gehirn in bestimmten Bereichen stimulieren. Und wird das sind so Schlagwörter, wo ganz viel geforscht wird, einfach wie man die Felder nutzen kann, um therapeutische Wirkungen zu erzielen. Mhm. Und die haben sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Mhm. Und diese Studien, die finden alle Eingang in das EMF-Portal oder gibt es da gewisse Kriterien, weil Sie gerade sagen, manche sind da gar nicht so aussagekräftig oder qualitativ ausreichend. Entscheiden Sie das, welche da reinkommen oder kommen da alle rein und die Menschen, die dann sich das durchgucken, bilden sich selber ihre Meinung? Ja, das ist wirklich ein schwieriger Punkt, den Sie da ansprechen. Wir haben Kriterien, die kann man auch bei uns im EMF-Portal nachlesen. Und wir sagen, wir nehmen nur Studien auf, die in internationalen Fachzeitschriften erschienen sind, mit einem sogenannten Peer-Review-Prozess. Das ist ein Prozess, bei dem die Studien, bevor die veröffentlicht werden, anderen Experten zur Begutachtung vorgelegt werden. Das ist ja in der Wissenschaft so ein ganz gängiger Prozess. Also ein Kollege reicht eine Studie ein, möchte die gerne veröffentlichen, dann bekommt irgendein Experte die nochmal vorgelegt, der schaut die sich an und sagt, ja, kann man schon fast so veröffentlichen, aber der Kollege sollte nochmal auf diese und jene Punkt eingehen und das und dieses und jenes ist auch nicht schlüssig, das muss er auch nochmal erklären und dann müssen die Studien überarbeitet werden. Und erst dann wird entschieden, ob die veröffentlicht werden oder nicht. So, das ist so der gängige Gang in der Wissenschaft und das ist eigentlich auch unser Kriterium, dass diese Studien mit Peer-Review-Prozess veröffentlicht sein müssen oder sie müssen anderweitig so gut beschrieben sein, dass wir sie trotzdem aufnehmen. Aber die sind dann bei uns gesondert gekennzeichnet. Aber so, das sind die Voraussetzungen. Das Problem ist aber, dass dieser Peer-Review-Prozess bei vielen Fachzeitschriften leider sehr, sehr mangelhaft durchgeführt wird. Und da kann man sich wirklich häufig fragen, hat das überhaupt jemals jemand Korrektur gelesen? Weil da einfach so viele Widersprüche und falsche Informationen drin sind, dass es einem wirklich die Nackenhaare aufstellt. Das ist aber insgesamt, also ich glaube nicht, dass es nur ein Problem ist bei uns in unserem Fachgebiet, sondern generell in der Wissenschaft, weil das ist natürlich irgendwie auch die Währung von dem Wissenschaftler. Er muss viel publizieren, er steht da auch unter Druck. Und dann wird halt häufig auch auf Teufel komm heraus irgendein Quatsch publiziert oder zusammengeschrieben, nur damit man irgendwie eine Publikation hat. Und umgekehrt ist es bei den Journals, bei den Zeitschriften ein Riesenmarkt, womit die unglaublich viel Geld verdienen mit diesen Publikationen und deswegen auch gerne vielleicht hier und da schon mal ein Auge zudrücken. Also da gibt es auch über diese schlimmen Peer-Review-Prozesse wiederum gibt es auch eigene Studien und ja, Gutachten, die das auch belegen. Das ist aber ein Thema für sich. Wie sind Sie? Gibt es da genug Mitarbeitende, die die Zeit haben, sich das wirklich durchzugucken? Und gibt es denn auch aktuell gerade zum Beispiel Dissertationen zu dem Thema, die hier an der RWTH geschrieben werden zum Thema elektromagnetische Felder? Oder ist das im Moment gar nicht so ein Thema hier an der Hochschule? Doch, natürlich. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir ja nicht nur das EMF-Portal, also jetzt, um einmal noch mal kurz beim EMF-Portal zu bleiben, führen wir auch sogenannte systematische Reviews durch. Das ist im Prinzip dann noch mal ein Gutachten, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, die Wirkungen von Mobilfunk auf Kinder. Das ist jetzt so ein Thema, was wir gerade beleuchten. Dann nehmen wir uns alle Studien zu dem Thema vor, gucken, was ist dabei rausgekommen, gucken aber auch nach der Qualität der Studien. Da gibt es auch internationale Richtlinien, wie man da vorzugehen hat. Das muss auch von zwei Personen unabhängig durchgeführt werden. Und dann wird da so eine Evidenz abgeleitet. Was kann man aufgrund dieses aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstands überhaupt über die Datenlage sagen? So. Und das sind solche Dissertationen, die bei uns im Bereich MF-Portal durchgeführt werden. Wir haben aber auch Forschungsprojekte, also jetzt tatsächlich experimentelle Forschung oder auch medizinische Forschung, wo zum Beispiel die Wahrnehmungsschwelle von Menschen untersucht wird, die möglicherweise mal unter solchen Hochspannungsfreileitungen leben, um zu gucken, merken die diese Felder überhaupt? Können die wahrnehmen? Und wenn ja, ab welcher Feldstärke? Und da haben wir ein großes Labor gebaut, wo wir die dann reinsetzen unter so sogenannten Doppelblindversuchen. Dann schalten wir das Feld ein, schalten das Feld wieder aus und gucken, ab wo können die das wahrnehmen. Und da über solche Themen erfolgt natürlich auch
jetzt Forschung und Dissertation. Oder das, was wir auch eben schon angesprochen haben, das Thema der Störbeeinflussung von Herzschrittmachern. Ab wann können Schrittmacher in starken Feldern gestört werden? Auch darüber haben wir Dissertationen in der Vergangenheit gehabt. Wir haben nicht nur das EMF-Portal, sondern wir haben auch Forschung. Gerade haben wir auch ein Projekt zusammen mit der Seibersdorf Labor, das ist eine Firma in Österreich, die viel Forschung macht, und dem ADAC zusammen, wo wir Elektroautos vermessen und schauen, was treten eigentlich da für Felder auf beim Fahren. Und also von daher, das ist unser Forschungsfeld schon sehr breit aufgestellt, richtet sich aber auch immer so ein bisschen danach, wo gerade überhaupt Forschungsgelder freigegeben sind, wo man sich überhaupt bewerben kann für Projekte, und ist da von daher auch immer im Wandel. Kann der Mensch sich denn an diese, sage ich mal, künstlichen Strahlenfelder gewöhnen? Also ist es vom Organismus her möglich, dass das vielleicht irgendwann so ist, dass die Strahlen den Menschen nichts mehr ausmachen? Oder also kann man sowas beobachten, dass vielleicht die Leute, die eben unter diesen Feldern oder neben diesen Feldern da irgendwie wohnen, dass man irgendwie eine größere Resilienz, sage ich mal, oder irgendwie eine größere Abwehr bei denen feststellen kann? Oder ist das, oder kann man das jetzt noch nicht sagen? Nee, ich glaube, also das kann man so nicht sagen, weil die Felder ja dadurch, dass es die Grenzwerte gibt, den Menschen sowieso nichts tun sollen. Mhm. Wir beobachten es eher umgekehrt, dass die Leute viele Jahre mit diesen Feldern friedlich zusammenleben, und irgendwann haben die mal, ich sag mal, ein Problem gesundheitlicher Art, und die Ärzte finden häufig dann nicht die Ursache, und dann fangen die Menschen leider häufig an, das mit allen möglichen Faktoren in Verbindung zu setzen. Und da sind die Felder natürlich häufig Zielscheibe, weil die Menschen dann selber solche Zusammenhänge herstellen, sagen, ja, immer wenn das WLAN an ist oder immer wenn ich telefoniere oder immer wenn die Waschmaschine läuft, dann kriege ich Kopfschmerzen und habe dieses und jenes. Und wenn die damit dann einmal anfangen, sich darauf zu fokussieren, finden die häufig immer wieder diese Bestätigung. Und also das sind die sogenannten elektrosensiblen Personen. Also da ist es eher umgekehrt der Fall. Die haben häufig, sind das auch viel Telefonierer und haben vorher ganz, ganz viel von diesen Feldern vertragen können, und plötzlich können sie das eher nicht mehr. Also dass Leute, die nie ein Problem hatten, noch viel weniger ein Problem haben, das haben wir bisher nicht festgestellt. Ja. Wie äußert sich denn das typischerweise? Diese Elektrosensibilität? Genau, was fühlen ja, die Menschen? Ja, das sind ganz diffuse Symptome von Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen, Hautausschläge. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind häufig auch Symptome, die halt nicht, also man sagt unspezifische Symptome, die jetzt nicht so spezifisch mit den Feldern in Verbindung gebracht werden können, sondern die auch allgemein auftreten, wenn man insgesamt gestresst ist. Also das ist deswegen auch schwierig in Zusammenhang zu setzen. Und gibt es denn schon Ergebnisse zu Langzeitwirkungen von diesen Feldern? Ja, die Langzeitwirkungen wären ja zum Beispiel diese Krebswirkungen, ne? Also das haben wir ja eben schon drüber geredet, das ist eine Langzeitwirkung, ne? Also wenn ich ganz lange über Jahre viel mit dem Handy telefoniere, könnte es dann sein, dass es krebserregend ist. Also eigentlich geht man davon aus, dass die Felder nur akute Wirkung haben. Auch die Grenzwerte beruhen nur auf akuten Wirkungen. Das heißt, die hochfrequenten Felder, die diese thermische Wirkung erzeugen, das sind akute Wirkungen. So, die Quelle ist eingeschaltet, irgendwas wird warm und danach wird es halt wieder kalt. So, das ist eine akute Wirkung. Und darauf beruhen die Grenzwerte. Und das ist im Niederfrequenzbereich genau das Gleiche. Also sehr, sehr starke Magnetfelder oder auch sehr, sehr starke elektrische Felder können halt Nerven reizen, wenn das Feld an ist. Aber es hört halt wieder auf, wenn das Feld aus ist. Und darauf beruhen die Grenzwerte. Und diese Langzeitwirkungen, ja, die werden auch untersucht, aber eigentlich mit einer, es ist keine fehlende Hypothese. Man hat mittlerweile sogar Hypothesen, dass diese Felder auf Dauer oxidativen Stress erzeugen können und dann darüber wiederum verschiedene gesundheitliche Wirkungen hervorrufen könnten. Also die Hypothese fehlt nicht ganz, aber aus der Historie heraus war das eigentlich
war der oxidative Stress zum Beispiel keine Hypothese, sondern da beruhen die Grenzwerte auf diesen akuten Wirkungen. Ist wahrscheinlich auch schwieriger, das als Langzeitexposition irgendwie nachzuweisen. Ja, richtig. Genau. Wie weit wird uns das Thema Strahlen noch weiter als Menschen irgendwie betreffen? Weil eigentlich ist es ja die logische Schlussfolgerung, wenn man daran denkt, dass es immer mehr Technologien gibt. Also werden wir noch mehr Strahlen in Zukunft ausgeliefert sein dann? Ja, oder davon gehe ich aus. Mit Grenzwerten ausgeliefert sein natürlich dann. Gibt es eine Möglichkeit vielleicht, sich selber davor zu schützen? Jetzt nicht auch vor den Strahlen in seinem eigenen Haus natürlich, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe wirklich Angst davor, das Bundesamt für Strahlen rauszuhalten aus dem eigenen Privatbereich oder so. Ja, klar. Also auch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ja verschiedene Vorsorgemaßnahmen definiert, wie sich jeder davor schützen kann. Und das ist auch auf jeden Fall relativ einfach. Sobald ich mich von einer Feldquelle entferne, nimmt die Strahlung sofort rapide ab. Also wenn ich zum Beispiel, ich sag mal was ganz Einfaches, ich stehe vor meiner Mikrowelle und hänge da nicht mit der Nase an der Scheibe und gucke, wie mein Essen warm gemacht wird. Das muss ich ja nicht. Oder das Handy benutze ich über eine Freisprechanlage oder über einen Bluetooth-Sender. Oder am besten telefoniere ich mit dem festen Netz, sag ich mal. Oder reduziere überhaupt die Gespräche. Man kann das ja auf vielfältige Weise reduzieren. Und auch, dass ich nicht neben einem WLAN-Router schlafe oder so. Oder ich kann den auch nachts ausschalten. Also man hat ja viele, viele Möglichkeiten, die Exposition zu minimieren, wenn man das möchte. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn man sein Handy nachts, also vielleicht spreche ich da auch aus Erfahrung, nachts auf Flugmodus macht, sind dann weniger Strahlen, die dann auf einen wirken auch, als schon. Wenn das jetzt ganz normal läuft? Genau. Das schon, okay. Ja. Also fahre ich damit einigermaßen sicher. Ja. Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, in 20 Jahren, jetzt zum Beispiel jemand, der sich jetzt schon beschwert über 5G beispielsweise oder halt Sorgen hat um vielleicht seine Gesundheit. Was könnten Sie dem sagen in 20 Jahren? Wie geht's dem dann damit? Mit der Entwicklung? Ja, ich hoffe natürlich, dass es ihm dann besser geht, weil ihm bis dahin hoffentlich geholfen wurde oder er Wege gefunden hat, damit besser umzugehen. Denn das ist wahrscheinlich schwierig vorstellbar, dass der technische Fortschritt da nicht weitergeht oder eingeschränkt wird, um auf eine kleine Gruppe da mehr Rücksicht zu nehmen. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das stattfindet. Also muss man irgendwie auch einen Weg finden, damit gut klarzukommen oder damit besser umzugehen. Das finde ich aber auch ein schwieriges Thema, weil es diesen Menschen, wenn es denen schlecht geht wegen der Strahlung ist und es wird ihnen nicht geholfen, ist nicht anzunehmen, dass es ihnen in 20 Jahren besser geht, wenn sich nichts getan hat und eigentlich noch mehr Felder möglicherweise dazugekommen sind. Das ist eine traurige Bilanz. Und Kinder, die jetzt geboren werden und quasi von Geburt an dieser Strahlung ausgesetzt sind, wie geht es denen möglicherweise in 30 oder 40 Jahren? Kann man da eine Prognose wagen? Also dieses Thema Kinder, das betrifft ja nicht nur die Strahlung, sondern da kommt dann ja auch hinzu, dass die sehr früh diesen enormen Informationsflut schon ausgesetzt sind, wenn die auf solche Tablets schon gucken oder auch auf die Smartphones und da schon irgendwelche Spiele machen. Also da gibt es ja unglaublich viele andere gesundheitliche Gefahren, sage ich jetzt mal tatsächlich. Also von Kurzsichtigkeit, von Nackenschäden, Bewegungsmangel, Unterbrechung von Schlaf während der Nacht, Blaulichtexposition. Also wenn ich mir die anderen Gefahren alle noch mit angucke, würde ich mir über die Strahlung noch die geringsten Sorgen machen. Das ist ein ambivalentes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Driessen, für das Gespräch. Ja, danke auch von mir. Ja, sehr gerne. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.